Ja, schönen guten Tag. Viel zu gutes Wetter, um hier zu sitzen. Erstens. Zweitens würden wir uns wahrscheinlich alle lieber persönlich treffen, aber so sind die virtuellen Zeiten, wobei uns dieses Format allerdings auch zulässt, dass Sie aus weiter Entfernung und ohne großen Reiseaufwand hierher kommen können. Und ich habe die Freude und Ehre, Ihnen über entzündliche Hauterkrankungen zu sprechen. Mein Name ist Michael Sticherling, ich bin an der hiesigen Hautklinik, Universitätshautklinik Erlangen, leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor und Leiter des sogenannten Psoriasis-Zentrums bzw. Zentrums für entzündliche Hauterkrankungen. Und daher passt es, dass ich Ihnen zu diesem Thema rede. Wir könnten stundenlang darüber reden. Wir haben formal eine Zeitstunde, die wir nicht sklavisch einhalten müssen. Aber ich möchte Ihnen am Anfang einige grundsätzliche Ideen zu entzündlichen Erkrankungen, auch ein paar klinische Bilder zeigen und schon jetzt von vornherein sagen, dass dieser Vortrag und auch die Diskussion natürlich nicht eine Vorstellung bei einem Dermatologen oder bei einem anderen Arzt ersetzen kann. Dass auch hochindividuelle Fragen, die Sie möglicherweise auch im Chat stellen, im Rahmen dieses Formates nicht beantwortet werden können. Die dann halt im Vier-Augen- oder persönlichen Gespräch, meinetwegen auch bei uns, dann genau beantwortet werden können. Sprich, ich würde Sie bitten, Fragen auffordern, auch eher allgemeine Fragen zu stellen, als jetzt spezielle zu Ihrem eigenen Krankheitsbild, was zum Teil da ja auch recht diskret ist. Wir sprechen über die Haut. Die Haut ist das offensichtlichste Organ des Menschen, was wir haben. Und im täglichen Leben benutzen wir die Haut in vielen, vielen Sprüchen. Dicke Haut, dünne Haut, Elefantenhaut, Gänsehaut. In einer Haut möchte man nicht stecken, in deiner Haut möchte man nicht stecken. Das Ganze geht unter die Haut unter Umständen oder man fährt aus der Haut. Und schließlich die Haut ist Spiegel der Seele oder Spiegel des Körperinneren. Alle diese und viele andere Sprüche kennt man dazu, bedeutet, die Haut ist tatsächlich ganz, ganz zentral in unserem täglichen Leben, auch in unserem Zusammenleben und ein ganz wichtiges Organ, das nach außen gekehrteste Organ des Menschen und das offensichtlichste auch. Ich möchte Ihnen im Folgenden in vier Teilen, wie gesagt, sehr kursorisch, sehr, sehr grob über die verschiedenen Hauterkrankungen und entzündlichen Hauterkrankungen sprechen und kann insofern auf die vielen, die es da gäbe, und sprich auf Sie nur bedingt individuell eingehen, auf Ihre Erkrankung. Das können wir dann aber vielleicht in der Diskussion und im Chat nachholen. Ich rede also zunächst über die Haut allgemein. Was ist es? Wie funktioniert sie? Wie funktioniert die Hautabwehr? Dann über die Flechten, das sind dann die größte Gruppe der entzündlichen Hauterkrankungen, über Entzündungen und Haut, nur an der Haut alleine oder als Systemerkrankung und schließlich am Ende kurz über die Therapiemöglichkeiten, die natürlich so vielfältig wie die Hautentzündungen sein können, auch sehr differenziert und vielfältig sein können. Die Haut, ich sagte es schon, ist das größte Organ des Menschen, zumindest vom Gewicht her. Zeige ich Ihnen gleich noch ein paar Daten dazu. Sie ist das offensichtlichste Organ des Menschen und es ist tatsächlich das einzige, vielleicht mit den Augen, dessen Zustand man unmittelbar ohne irgendwelche größeren Sonden und irgendwelche invasiven Maßnahmen sehen kann. Und insofern ist die Dermatologie als Fach auch ein sehr, sehr optisches und sehr physisch ausgerichtetes Fach, weil vieles wird tatsächlich mit dem bloßen Auge, mit einer Lupe oder gegebenenfalls dann bei Hautproben mit entsprechenden im Mikroskop erkennen können. Man sollte sich in ihr wohlfühlen, ja, und wenn sie erkrankt ist, und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen, auch das ist wieder ein Nachteil dieses Formates, ich kann nicht fragen, ob Sie selber Patienten, ob Sie nur Interessierte sind, grob zu fragen, welche Erkrankungen Sie haben, aber wenn Sie tatsächlich betroffen sind und selbst wenn man nicht chronisch hauterkrankt ist, weiß man, wenn der Haut mal irgendwas ist, sei es nur ein sogenannter Pickel, fühlt man sich erheblich gestört und unter Umständen, weil die Haut so offensichtlich ist, auch stigmatisiert. Alle Menschen sehen es um sie drumherum, zumindest wenn man sein Gesicht an den Händen und offensichtlichen Stellen hat. Das werden viele von Ihnen, wenn Sie hautkrank sind, bestätigen, dass man selber sich, aber auch in seiner Umgebung, sowohl privaten als auch beruflichen, dienstlichen und sozialen Umgebungen unter Umständen bei Hauterkrankungen sehr eingeschränkt fühlt. Ein paar Kennzahlen zur Haut. Die Haut hat insgesamt eine Oberfläche von knapp 2 Quadratmetern, und hat eine Dicke je nach Körperregion zwischen 1 und 2 bis zu 10 Millimetern. An den Händen und den Füßen ist sie am dicksten, im Gesicht ist sie am dünnsten, also 9 Millimeter, knapp 1 Zentimeter an den dicksten Stellen.
sie ist, wenn man sie abziehen würde, macht man heute Gott sei Dank nicht mehr, früher im Mittelalter hat man das anders gesehen, würde man ein Gewicht von 9 bis 10, je nach Körperfett, was man hat, bis 25 Kilogramm auf die Waage bringen. Damit ist die Haut zumindest vom Gewicht das gewichtigste Organ des menschlichen Körpers. Wir haben 110 Milliarden Zellen in der Haut. Das war vor ein paar Jahren noch eine Zahl, die man sich kaum vorstellen konnte. Heute arbeiten wir mit solchen Potenzen, Zehnerpotenzen. 110 Milliarden ist was, wo man sich heutzutage tatsächlich schon ungefähr was drunter vorstellen kann. Es sind auf jeden Fall sehr viele Zellen, allein nur in der Haut. Schweißdrüsen, also das, mit dem Sie täglich schwitzen, wenn man sich nur überlegt, 2 bis 2,5 Millionen immerhin. Und je nachdem, an welcher Körperregion sind, sind es unterschiedlich viele. Beispielsweise an den Handflächen, wenn Sie jetzt auf Ihre Handfläche gucken, ein Quadratzentimeter Ihrer Handfläche hat 120 Schweißdrüsen. Die Teigdrüsen, die besonders gerne im Gesicht, aber auch an den Körperfalten sitzen, haben wir 250.000 davon und 15 pro Quadratzentimeter. Also auch eine stattliche Zahl, wenn man sich überlegt, wie groß oder klein ein Quadratzentimeter ist. Das sind so ein paar Zahlen zur Einordnung der Haut, im Sinne auch Respekt zu kriegen von der Haut. Wir sind häufig sehr respektlos gegenüber der Haut, weil wir dauernd in ihr stecken, sie sehen und in vielen Fällen auch nicht ausreichend pflegen und achten. Die Haut selber, so wie wir sie sehen, wenn wir auf sie drauf sehen, besteht aus 3 Schichten. Das ist hier schematisch dargestellt. Wenn Sie oben anfangen, wo das Haar rausguckt, ist die Oberhaut. Die Oberhaut ist nicht durchblutet. Die Oberhaut wird nur durch Diffusion ernährt und ist, wenn man sie abziehen würde, als Häutchen gräulich-bräunlich. Das Rote an der Haut, was man sieht, kommt durch die Unterhaut, in der, wie Sie sehen, hier an den sogenannten Papillen, die großen Gefäße, die aus der Tiefe kommen, sich immer weiter verästeln und feine Kapillaren, kleine Äderchen werden, aus denen dann die entsprechenden Nährstoffe austreten, die durch Diffusion in die Oberhaut kommen. Und unter der Oberhaut, unter der Unterhaut oder auch Lederhaut genannt, sitzt die Subkutis, das Unterhautfettgewebe. Das macht tatsächlich den größten Teil der Haut aus. Und je nachdem, wie viel Körperfett man hat, wie viel Unterhautfett man hat, ist diese Subkutis unterschiedlich dick. Die hat eine ganz wichtige Funktion, aber im Sinne von Abpuffern und auch im Sinne der Wärmekapazität, die Haut also tatsächlich vor Wärmeabstrahlung zu schützen. Da sind wir bei den Funktionen der Haut, die sie hat. Und sie ist ganz ein Sinnesorgan. Das wissen Sie auch, wenn Sie heute Abend, unabhängig davon, heute Abend Ihren Partner zu streicheln oder gestreichelt zu werden, eine wichtige Funktion darstellt. Aber sie ist auch wichtig, um uns dreidimensional im Raum orientieren zu bewegen bzw. standfest zu halten. Nur durch Ihre Haut und die verschiedenen Fasern und Sensoren, die dort sitzen, können Sie sich aufrecht halten und aufrecht sitzen. Was Sie hoffentlich jetzt alle da vor Ihren Bildschirmen tun. Die Sinnesfunktion ist ganz wichtig. Stoffwechselfunktion, Vitamin D, Ausscheidungsfunktion, eine ganz wichtige Funktion der Haut. Sie hat eine Schutzfunktion. Über viele Jahre dachte man, es ist wie eine Wurstepelle, einfach um den Körper drumherum, hält den Körper beieinander und ist letztlich wie eine Wurstpelle oder wie eine Zellophanhülle. Das wissen wir mittlerweile besser, dass die Haut mehr als rein mechanischer Schutz ist, mehr als eine reine Barriere ist. Sie kann Kälte- und Wärmeschutz machen, hatte ich beim subkutanen Fettgewebe schon gesagt. Sie hat UV-Schutz, ganz, ganz wichtig für den Körper. UV selber ist nicht dramatisch, ist nicht als solches schädlich. Die Menge ist, die es macht für den Körper. Und unsere Haut kann sich sehr gut auf eine gewisse Menge von Sonnenlicht und UV einstellen und da entsprechende Schutzmechanismen machen. Nicht unser Thema heute. Mikroorganismen, die Haut kriegt beständig Pilze, Viren, Bakterien auf ihre Oberfläche. Und es ist eigentlich weniger überraschend, dass sie überhaupt erkrankt, als überraschend, dass sie nicht dauernd erkrankt. Denn die Haut kriegt beständig mikrobielle Organismen auf ihre Oberfläche. Und es ist eher eine Rarität, dass sie tatsächlich mikrobiologisch, also infektiös erkrankt. Und sie ist ein ganz wichtiger immunologischer Schutz, natürlich gegen Mikroorganismen von außen, aber auch gegen andere Schädigungsfaktoren und ist im Zusammenhang mit dem Knochenmark, mit dem Magen-Darm-Trakt, vor allen Dingen dem Darm und den dortigen Immunsystemen ein ganz wichtiger Anteil unserer Körperabwehr. Und nur wenn das gut und richtig funktioniert, bleiben wir entsprechend gesund.
dieser immunologische Schutz, wie funktioniert es? Ganz, ganz grob Ihnen die Körperabwehr zu erklären. Es gibt die sogenannte zelluläre Abwehr und es gibt die humorale, also die gelöste, die lösliche Abwehr. Zelluläre Abwehr, wie der Name sagt, sehen Sie unten. Die Träger sind die sogenannten DT-Zellen und die Fresszellen, Makrophagen, Granulozyten. Und zur humoralen, also zur löslichen Abwehr gehören die sogenannten Antikörper, die von einer Untergruppe dieser Lymphozyten, nämlich den sogenannten B wie Bertha, B-Zellen produziert werden. Und eine ganze Reihe von Entzündungsmediatoren, Zytokine genannt, Eiweißstoffe, aber auch Fettstoffe, die in der Lage sind, das Entzündungskonzert, was beständig bei uns abläuft, entsprechend zu orchestrieren, zu regulieren und normalerweise zu einer regulierten Abwehr, sprich wieder zum Normalzustand zu führen. Und nur bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen ist diese Regulation zellulär wie humoral gestört. Und darauf werden wir im Folgenden noch etwas detaillierter eingehen. Die Haut hier grob dargestellt, im linken Teil gesunde Haut, im rechten Teil erkrankte Haut. Sie sehen, die kleinen schwarzen Pünktchen, die hier dargestellt sind, können mikrobielle Erreger sein. Das können aber auch Umweltsubstanzen verschiedener Art sein. Die werden von sogenannten Fresszellen der Haut erkannt, aufgenommen und werden dann aufgearbeitet. Und diese Zellen wandern in die regionalen Lymphknoten an unserer Haut, zum Beispiel in der Achselhöhle oder an anderen Stellen, reifen dort weiter aus und wandern zurück wieder in die Haut und führen dort dann ihre Abwehrfunktion. Denn die Immunabwehr ist dazu da, einen schädigen Stoff oder Erreger zu eliminieren und das Ganze wieder in den Normalzustand zu bringen. Nur bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen ist diese Regulation, also die Rückregulation, auch wieder gestört. Immunabwehr, Immunsystem ist mit anderen Worten nichts Böses. Im Gegenteil, ohne unsere Immunabwehr, ohne eine funktionierende Immunabwehr, könnten wir gar nicht leben. Und eine funktionierende Immunabwehr in der Haut, funktionierende Immunabwehr in unseren Schleimhäuten, funktionierende Immunabwehr in unserem Körperinneren. Also es ist etwas, was wir hochschätzen sollten. Wir wären alle nicht in dem Zustand, wie wir jetzt sind, ohne eine funktionierende Immunabwehr. Über was könnten wir jetzt im Folgenden sprechen? Hier sind alle diese Erkrankungen, Hauterkrankungen überhaupt. Und wir werden über entzündliche Hauterkrankungen, das ist das Thema meines Vortrags, im Folgenden sprechen. Wir könnten über infektiöse Hauterkrankungen reden. Wir könnten über Tumorerkrankungen reden und angeborene Hauterkrankungen. Aber wir befinden uns im Rahmen des Deutschen Zentrums Immuntherapie und damit bei entzündlichen Erkrankungen. Und die werden vielfach im Umgangssprachlichen auch als Flechten bezeichnet. Was sind entzündliche Hauterkrankungen? Was sind Symptome von entzündlichen Hauterkrankungen? Einmal rot. Unsere Haut, dass sie rosa ist, ist normal. Rötung, also verstärkte Durchblutung, ist immer Ausdruck von einer Schädigung und einer Reizung. Also sprich, Rötung ist ein ganz wichtiges Kriterium für entzündliche Hauterkrankungen. Weil die Haut stärker durchblutet ist, ist sie auch wärmer, weil das warme Blut anfließt und damit eine Überwärmung der Haut. Rötung, Überwärmung. In der Regel, insbesondere bei chronischen Hauterkrankungen, wird die Haut dicker. Die Oberhaut, auch die Unterhaut, die Lederhaut werden dicker. Es tritt eine Verdickung der Haut ein. Und es können Schuppen, Blasen, verschiedene andere Symptome an der Haut auftreten, die Ausdruck von Entzündungen sind. Und was nur Sie als Betroffene selber merken, sind Schmerzen, aber vor allen Dingen Juckreiz. Juckreiz ist eine ganz spezifische Eigenschaft und Empfindung der Haut. Nur der Haut kann jucken. An anderen Körperorganen kann man Schmerzen haben und andere Missempfindungen. Aber Juckreiz ist, was nur die Haut hat und was viele entzündliche Erkrankungen auszeichnet. Über Juckreiz könnte man alleine mindestens eine ganze Stunde reden. Alle diese Symptome, Rötung, Überwärmung, Verdickung, Schuppung, also Veränderung der Oberhaut und Schmerz und Juckreiz, sind klinische, typische Symptome für entzündliche Hauterkrankungen und lassen erstmal überhaupt keine Diagnose zu, sondern lediglich, dass es sich um eine entzündliche Hauterkrankung handelt. Welche Hauterkrankungen können wir jetzt im Folgenden besprechen? Was sind so die Hintergründe, die Ursachen? Und auch daran werden Sie jetzt im Folgenden wieder sehen, wie heterogen, wie sehr unterschiedlich die verschiedenen Erkrankungen sind, über die wir reden könnten.
Infektiöse Hauterkrankungen habe ich in Klammern gestellt. Das sind im Prinzip entzündliche Hauterkrankungen. Unsere Körperabwehr sorgt dafür, dass die infektiösen Erreger abgebaut werden und inaktiv gemacht werden. Aber darauf wollen wir nicht reden, sondern eher nicht infektiöse Erkrankungen. Es gibt tatsächlich eine Reihe von chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, wo am Anfang mal eine Infektion stand, der infektiöse Erreger gar nicht mehr da ist und das Ganze nennen wir postinfektiös, also nach einer Infektionerkrankung und sich das Immunsystem, was eigentlich nach erfolgreicher Infektabwehr wieder runterregulieren sollte, es nicht getan hat und damit chronifiziert. Und das resultiert dann in vielen chronisch entzündlichen Erkrankungen, die ursprünglich mal infektiös waren, längst nicht alle sind es, die ursprünglich mal infektiös waren, aber sich dann längst von dem infektiösen Erreger entfernt haben. Dann gibt es innerhalb dieser Gruppe die der Autoimmunerkrankungen, wo unsere Körperabwehr, anstatt sich nur gegen äußerliche Stoffe zu wenden, gegen eigene, körpereigene, körpereigene Strukturen und Proteine wendet und zu sehr typischen Hauterkrankungen, aber auch anderen Erkrankungen führen kann. Und schließlich die Erkrankung der Autoinflammation. Aus Zeitgründen können wir da heute nicht drüber sprechen. Es ist eine hochinteressante, in den letzten Jahren erst hochgekommene Erkrankungsgruppe, wo viele chronisch entzündliche Erkrankungen, die wir die letzten Jahre zwar kannten über viele Jahre, aber nicht erklären konnten, mittlerweile zuzuordnen sind und mittlerweile auch relativ gut zu behandeln sind. So, diese Folie kennen Sie schon, entzündliche Erkrankungen. Die Flechten werden wir im Folgenden machen und ein paar Flechten nur, um jetzt so im Umgangssprachlichen sie abzuholen. Flechten wird vieles an der Haut, was entzündlich ist, genannt. Und hier habe ich Ihnen mal alles, was Flechte im Namen trägt, aufgeführt. Röschenflechte, Bartflechte, Eiterflechte, Knötchenflechte, Kupferflechte, Schmetterlingsflechte und Schuppenflechte. Und man könnte unten die Liste sehr viel weiter fortsetzen. Sprich, wenn ein Patient zu uns kommt und sagt, ich habe eine Flechte, oder am Telefon sagt, ich habe eine Flechte, ich möchte gerne zu Ihnen zur Behandlung kommt, hilft uns das nur ganz, ganz wenig weiter, weil Sie sehen, dass diese verschiedenen Flechten, die hier aufgeführt sind, völlig unterschiedliche Auslöser haben und völlig unterschiedlich klinisch aussehen. Und lassen Sie uns die Schmetterlingsflechte als erstes von den Flechten nehmen, weil sie zu einem anderen wichtigen Aspekt von entzündlichen Erkrankungen führt. Es gibt eine Form des Lupus erythematodes, der Schmetterlingsflechte, die nur oder vornehmlich an der Haut zu finden ist. Und diese vier Formen, die hierfür aufgeführt sind, der chronisch diskoide, der subakut, der akute und der intermittierend kutane Lupus erythematodes, sind Veränderungen der Schmetterlingsflechte an der Haut. Und die ersten beiden, vor allen Dingen der allererste, der chronisch diskoide Lupus erythematodes, ist mehr oder weniger ausschließlich eine Hauterkrankung. Während der akutkutane Lupus erythematodes, der dritte von oben, der akutkutane Lupus erythematodes Ausdruck eines systemischen Lupus erythematodes ist. Und das zeige ich hier, ohne in Detail zu gehen, Ihnen nur zu zeigen, dass viele Hauterkrankungen auch im Rahmen einer Systemerkrankung stehen können. Und für uns Dermatologen ist ganz, ganz wichtig, ist das zu bedenken und entsprechend betroffene Patienten zu untersuchen, dass sie nur Hautsymptome haben, also nur eine Hauterkrankung, und auszuschließen, dass sie nicht eine Systemerkrankung haben. Und klinische Beispiele dafür erzählt uns alles theoretisch. Wir wollen noch mal wissen, wie das aussieht. Ich zeige Ihnen ein paar klinische Beispiele. Das ist dieser chronisch diskoide Lupus erythematodes. Scheibchenförmig nennt man ihn auch. Und dieser Patient ist ursprünglich als Schuppenflechtenpatient diagnostiziert worden. Beim Erwachsenen ist eine Schuppenflechte im Gesicht eine große Rarität, bei Kindern typisch. Das Ganze tut weh, wenn Sie drüber fassen. Eine Schuppenflechte tut nicht weh. Sie kann jucken, sie tut aber nicht weh. Und das Ganze vernarbt, was eine Schuppenflechte auch nie tut. Das ist der chronisch diskoide, der scheibchenförmige LE. Dann gibt es den subakutkutanen Lupus erythematodes, der alle lichtempfindlichen Areale, sprich Gesicht, Dekolleté, Unterarme, Hände betrifft und schon in die Richtung systemischer Lupus erythematodes geht. Auf den ersten Blick denkt man auch, das könnte eine Schuppenflechte, das könnte Pilz, das könnte Neurodermitis sein, aber diese klassische an den lichtexponierten Arealen maximal auftretenden Symptome sind da diagnoseführend. Und schließlich ein Beispiel eines akutkutanen Lupus erythematodes. Das ist der klassische Schmetterling, der der Erkrankung den Namen gegeben hat. Also über den Nasenrücken und die Wangenknochen eine Rötung, eine relativ scharf begrenzte Rötung, das Schmetterlingserythem. Hier der akutkutane Lupus erythematodes als Teilsymptom des systemischen Lupus erythematodes. Und da kommen wir zu dem Punkt, weswegen ich das gemacht habe. Wir müssen bei der Haut, bei allen Hautsymptomen immer gut überlegen, ist die Haut das einzige Organ?
Ist die Haut ein Zielorgan von mehreren? Ist das überhaupt völlig unspezifisch? Sprich, Schuppungen an der Haut ist ein völlig unspezifisches Symptom und kann für viele Erkrankungen, auch innerliche Erkrankungen, zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen, sprechen. Immer überlegen, das, was Sie an der Haut sehen, tatsächlich, wie es zuzuordnen ist. Und Therapienebenwirkungen, ganz wichtig. Und mit diesen vier Punkten möchte ich Ihnen eine Reihe von Erkrankungen, nur namentlich aus Zeitgründen können wir detailliert nicht reingehen, aufführen. Wo ist die Haut das einzige Zielorgan bei entzündlichen Erkrankungen? Das ist bei der Alopecia areata beim kreisrunden Haarausfall. Das ist bei der Vitiligo, bei der Weißfleckenkrankheit. Das sind die blasenbildenden Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel das sogenannte bullöse Pemphigoid und der Pemphigus vulgaris, vor allen Dingen das letztere, eine relativ seltene Erkrankung, aber eine ausgesprochen schwere, chronische Erkrankung, die, bevor wir Cortison als Therapeutikum hatten, in vielen Fällen noch tödlich war, heute nicht mehr, aber eine schwere Erkrankung war. Alle drei Erkrankungen, die ausschließlich an der Haut zu finden sind. Dann die Erkrankung, wo die Haut ein Zielorgan ist. Welche sind das? Welche Erkrankungen, Hauterkrankungen, typische Hauterkrankungen sind das, die andere Organe, innere Organe mitbeziehen? Das ist die Schuppenflechte. Die Schwestererkrankung der Schuppenflechte ist das Schuppenflechtenrheuma, die Psoriasis Arthritis. Und wir sehen mittlerweile die Schuppenflechte als eine Systemerkrankung. Wir nennen sie inzwischen Psoriasis Krankheit und nicht mehr Psoriasis als reine Hauterkrankung. Den Lupus erythematodes war ich schon eingegangen. Die Sklerodermie als Gruppe, vor allem die systemische Sklerodermie, ist eine Erkrankung, die jenseits der Haut mit sehr typischen Hautveränderungen, die häufig auch diagnostisch sind, innere Organe betrifft, allen voran die Lunge, das Herz und die Niere. Und die Gefäßerkrankungen, die sogenannten Vaskulitiden. Ich hatte Ihnen vorhin gezeigt, dass die Haut stark durchblutet ist und durch die Verästelung bis in die Oberhaut, bis unter die Oberhaut zu finden ist. Und wenn dieses Gefäßbett sich entzündet, es zu Vaskulitiden führt, die auch Ausdruck von systemischen Erkrankungen sein können und an der Haut als offensichtlichsten Organ häufig als allererstes auffallen. Und deswegen der Dermatologe, wenn man sich gut überlegen muss, ist es nur die Haut oder sind auch andere Organe betroffen. Und Therapienebenwirkungen. Viele Menschen werden heute mit Medikamenten behandelt. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass an der Haut es zu Nebenwirkungen kommt. Und das sind die sogenannten Exantheme. Hier sehen Sie an dem linken, im linken Bild ein Nesselsucht-ähnliches Exanthem. Das ist nach Schmerzmitteln relativ typisch. Und hier an dem rechten Bild ein kleinfleckiges Erythem, was nach Penicillin gekommen ist. Also als Therapienebenwirkungen, als entzündliche Erkrankungen an der Haut. So, im Folgenden möchte ich mit Ihnen nur schlagwortlich die häufigsten entzündlichen Erkrankungen der Haut kurz mit Ihnen besprechen. Das ist die Neurodermitis und die Psoriasis und kommen dann auch langsam zum Ende, dass Sie Ihre Fragen noch stellen können. Die Neurodermitis, häufig auch als Beugenexem bezeichnet, ist, sehen Sie hier, denken Sie daran, was ich ganz am Anfang mit Ihnen besprochen habe. Rötung, Verdickung, das Ganze juckt. Das ist ein obligates Symptom der Neurodermitis. 100% der Patienten haben quälenden Juckreiz. Und Sie sehen die Rötung, Sie sehen hier das Beugenexem in der Ellenbeuge, sehr schön, wo das Ganze so vergröbert ist vom Hautrelief. Häufig als Elefantenhaut bezeichnet wird. Ist der Kommentar für mich oder ist das ein allgemeiner? Irgendjemand hat sein Mikrofon nicht aus. Egal. Also Elefantenhaut, wobei die Elefantenhaut übrigens zu der empfindlichsten Haut im Tierreich gehört. Und nur weil der Elefant so groß und runzelig aussieht, denkt man immer, die Haut ist irre dick. Nein, die Haut ist sehr empfindlich. Ja. So, zur Neurodermitis gibt es verschiedene Verlaufsformen. Das soll Ihnen hier darstellen. 30-30-30 im Groben. 30% der Neurodermitiker haben ihre Erkrankung in der Kindheit und das Ganze verliert sich im Erwachsenenalter wieder. 30% haben es in der Kindheit, dann längere Zeit Ruhe und kriegen es im Erwachsenenalter wieder. Und 30% haben es in der Kindheit angefangen bis in das Erwachsenenalter, was natürlich dann besonders quälend ist. Die meisten Kindern können Sie sagen, dass ihre Erkrankung mit Wahrscheinlichkeit, wenn sie erwachsener werden, zurückgeht. Und da kommen wir jetzt wieder an den Punkt, dass die Neurodermitis nicht eine reine Hauterkrankung ist. Zur Neurodermitis dazu gehört Asthma, Bronchial Allergikum und gehört der Heuschnupfen, die Rhinitis, die Rhinokonjunktivitis Allergica. Und diese drei Symptome sind in unterschiedlichen Lebensaltern unterschiedlich korreliert. Und das zeige ich Ihnen im Folgenden. Kinder, Kleinkinder, Säuglinge haben in der Regel eine Neurodermitis. Immer so Namen, wenn die was. Neurodermitis.
haben nur in seltenen Fällen ein Asthma und in seltenen Fällen einen Heuschnupfen. Das ist bei säuglingen Kindern. Bei Schulkindern ist das schon anders. Dort sehen die Neurodermitis, das ist der große blaue, der jetzt kleinere blauere Kreis, ist weiterhin da, aber nicht mehr so bedeutsam wie das Asthma vor allen Dingen und der Heuschnupfen. Bei Erwachsenen ist die Neurodermitis von ihrer Bedeutsamkeit noch weiter zurückgegangen. Ist vorhanden, aber ganz bedeutsam bei Erwachsenen ist der Heuschnupfen. Und Sie sehen, dass also die Neurodermitis-Erkrankung, wir nennen die atopische Erkrankung, über das Alter verändern kann. Und was ich schon sagte, kleine Kinder, Säuglinge haben eine Neurodermitis, die dann zum Erwachsenenalter eher abnimmt, dafür aber häufig eingetauscht. So, wie behandeln wir die Neurodermitis, den Auslöser, insbesondere einen allergologischen Auslöser zu erkennen und abzustellen? Hautpflege, ganz, ganz wichtig. Pflegen, pflegen, cremen, cremen, ganz wichtig. Und dann eine Lokalbehandlung oder eine systemische Behandlung mit Cortison, hier in Klammern gesetzt, da kommen wir gleich bei der Therapie nochmal drauf. Oder mit sogenannten Immunmodulatoren, auch da kommen wir gleich noch drauf, die man lokal geben kann, die man aber auch systemisch geben kann. Mittlerweile, die letzten 4-5 Jahre, haben wir eine Reihe von sehr verträglichen Immunmodulatoren an die Hand bekommen, mit der wir systemisch die Neurodermitis behandeln. Und das UV-Licht, ultraviolettes Licht, das wir therapeutisch mit entsprechenden Geräten, Apparaten in der Dermatologie benutzen können. Das war jetzt zur Neurodermitis, ein paar Fortschritte, schneller Ritt durch die Neurodermitis. Auch da könnte man alleine mindestens eine Stunde drüber reden. Und lassen Sie uns über die Schwestererkrankung, stimmt nicht ganz, aber die nächsthäufige Erkrankung an der Haut sprechen, nämlich die Schuppenflechte, die wir medizinisch-dermatologisch Psoriasis und dann Psoriasis vulgaris nennen. Sinne, nicht vulgaris im Sinne von ordinär, sondern im Sinne von häufig diese Psoriasis, nämlich die so aussieht. Plakförmige Schuppenflechte ist die häufigste Form der Schuppenflechte und die nennt man Psoriasis vulgaris. Und ich zeige hier eine Reihe von Bildern, die uns Dermatologen natürlich, will nicht sagen, erfreuen, aber die klassische Bild, scharf begrenzte Plaques, landkartenartig aussehen, die den ganzen Körper betreffen können. Und spätestens da sehen Sie, dass das nicht mehr nur ein kosmetisches Problem ist, ja? Sondern die Menschen, die Betroffenen, ganz heftig beeinträchtigt und die Schuppenflechte zu 60-70% quälenden Juckreiz hat. Neurodermitis juckt zu 100%, Schuppenflechte zu etwa 2/3. Und viele Patienten geben den Juckreiz auch als wichtigstes und für sie störendes Symptom an. Die Schuppenflechte oder Psoriasis ist eine ausgesprochen chronische Erkrankung. Sie ist sehr vielgestaltig, hatte ich Ihnen gezeigt. Sie kann einen beständigen Verlauf haben, sie kann aber auch schubweisen Verlauf haben. Sie kann schon in der Kindheit auftreten. 20% aller Psoriatiker haben ihre Schuppenflechte vor dem 20. Lebensjahr. Klammer auf, die Neurodermitis ist eine typische Kindererkrankung und wird im Erwachsenenalter eher weniger. Die Neurodermitis, die Schuppenflechte kann im Kindesalter auftreten, ist aber vor allen Dingen eine Erkrankung des hier jungen Erwachsenenalters. Es ist ein angeborener Hintergrund da, ähnlich wie bei der Neurodermitis. Wir können also letztlich nur eine symptomatische, nach dem jetzigen Stand keine heilende Behandlung machen. Und sie ist zumindest in Teilen eine schwere Erkrankung. Und das möchte ich Ihnen am Folgenden noch mal kurz zeigen, ohne Ihnen Angst machen zu wollen. Aber wir wissen mittlerweile, Schuppenflechtenerkrankung, nicht eine reine Hauterkrankung, dass die Schuppenflechte dazu führt, dass Sie eine Reihe von Folgeerkrankungen kriegen können, die vor allen Dingen aus den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und aus den Stoffwechselerkrankungen stammen können. Sprich, dass etwa 30% der Psoriatiker, längst nicht alle, übergewichtig sind, Bluthochdruck haben und Stoffwechselerkrankungen, allen voran Zuckerkrankheit haben. Und auch 30% der Patienten ein Schuppenflechtenrheuma haben oder bekommen können. Diese Patienten zu erkennen, diese Patienten ausreichend zu behandeln, frühzeitig zu behandeln, ist ganz, ganz wichtig für uns. Und etwas schlagwortartig, ohne irgendeinem der Zuhörer oder Zuhörerin zu nahe zu treten, ist aber alle Risikofaktoren für die Schuppenflechte, das sind die Patienten, die besonders unserer Aufmerksamkeit bedürfen, behandelt werden müssen. Hier aufgeführt, ein alleinstehender männlicher Raucher mit Übergewicht, Alkoholgenuss und Bluthochdruck und eine Psoriasis. Das ist ein Mensch, der definitiv behandelt werden sollte und der in der Regel innerlich systemisch behandelt werden müsste.
Wir haben für die Schuppenflechte tatsächlich äußere Behandlungsmöglichkeiten, innerliche Behandlungsmöglichkeiten und UV-Licht. Und das ist die Kunst Ihres Arztes, insbesondere Dermatologen, aus diesen drei Behandlungsmöglichkeiten, das für Sie als individuellen Patienten passende rauszufinden. Hier nochmal aufgeführt, aus Zeitgründen gehen wir nicht aus den Details drauf ein, aber Sie sehen, dass die Schuppenflechte durchaus behandelbar ist. Es ist eine Mehr, sowohl von Ärzten als auch Patienten, die Schuppenflechte könne man nicht behandeln. Stimmt nicht, stimmt überhaupt nicht. Wir haben die äußerliche Behandlung, wir haben die innerliche Behandlung und wir haben die UV-Behandlung. Ne? Und aus diesen drei Säulen können Sie die entsprechende Therapie für sich selber oder für Ihren Patienten als Arzt im Zwiegespräch zwischen Arzt und Patient finden. So, und jetzt ganz kurz noch im letzten Abschnitt. Ich hatte zwischendurch immer schon über Therapie gesprochen. Diese Folie ist sozusagen der Übergang zu, wie kann man das jetzt behandeln, Entzündungen. Hier speziell für die Schuppenflechte, aber allgemein entzündliche Erkrankungen. Auch das natürlich bei der Vielzahl von entzündlichen Erkrankungen, die wir haben, sehr vielfältige Behandlungsmöglichkeiten, die auch individuell zusammengestellt werden müssen. Aber nochmal zurück, die Entzündung an der Haut ist Ausdruck einer übersteigerten oder fehlregulierten Hautabwehr. Hautabwehr als solches ist gut und wichtig. Ohne die könnten wir nicht leben, ohne die wäre unsere Haut überhaupt nicht intakt und überhaupt nicht lebensfähig und wir nicht lebensfähig. Entzündungen an der Haut sind Ausdruck einer übersteigerten oder einer fehlregulierten Hautabwehr. Und diese übersteigerte oder fehlregulierte Hautabwehr wollen wir hemmen, wenn sie übersteigert ist, oder korrigieren, wenn sie fehlreguliert ist. Ja? Und dafür haben wir mittlerweile eine ganze Reihe von Medikamenten zur Verfügung, sowohl zur Lokalbehandlung als auch zur Systembehandlung. Zur Lokalbehandlung sind es bis heute vor allen Dingen Kortikosteroide, in Anführungsstrichen Cortison. Cortison als solches ist nichts Schlechtes. Cortison, ohne das könnten Sie nicht leben. Cortison ist unser körpereigenes Hormon. Und wenn hat man Kortikosteroide, also davon abgeleitete Präparate, die unterschiedlich wirksam, allerdings natürlich auch unterschiedlich nebenwirksam sind. Und das ist das Problem, dass wir eine hochwirksame Gruppe von Wirkstoffen haben mit den Kortikosteroiden, die allerdings gerade bei chronischen Erkrankungen durch die Nebenwirkungen, die sie haben, Verdünnung der Haut, Brüchigkeit der Knochen, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck und so weiter natürlich eine ganze Reihe von Nebenwirkungen haben und deswegen für die Akutbehandlung zur Verfügung stehen, aber nicht für die chronische Behandlung. Da kommen dann die sogenannten Immunsuppressiva und Immunmodulatoren. Wenn Sie so wollen, ist Cortison ein Immunsuppressivum, weil es breit jede Menge Entzündungszellen bremst. Ich sage immer, man haut sozusagen mit dem Knüppel auf den Sack drauf. Wir haben aber heute die Möglichkeit, durch sogenannte Immunmodulatoren sehr viel feiner, sehr viel differenzierter bestimmte Zellen, bestimmte Zellzustände therapeutisch anzugehen und nicht mit dem Knüppel auf den Sack zu hauen, nicht breit das gesamte Immunsystem zu treffen, wie es bei den Immunsuppressiva sehr ungerichtet und sehr undifferenziert ist, sondern ganz gezielt bestimmte Zellen, bestimmte Entzündungsmechanismen, die für bestimmte entzündliche Erkrankungen bedeutsam sind, zu treffen. Immunsuppressiva sind zum Beispiel Azathioprin, ist zum Beispiel Cyclophosphamid, den ein oder anderen Stoff werden der eine oder andere von Ihnen kennen. Schon Cyclosporin würde man eher in die Immunmodulatoren rechnen. Die sogenannten Januskinasehemmer, die vielleicht die rheumatologischen Patienten von Ihnen kennen, würde man auch eher als Immunmodulatoren einordnen, die also ganz gerichtet und sehr viel spezifischer als Immunsuppressiva das Immunsystem beeinflussen und landen bei der modernsten, bei der neuesten Gruppe von Medikamenten, den sogenannten Biologika-Eiweißmolekülen, in der Regel Antikörper, die ganz spezifisch Zellen oder Entzündungsmediatoren wie Zytokine treffen und ganz gezielt das Entzündungsgeschehen unterbrechen. Jetzt im Abgesang, man will nicht sagen Werbung für uns, aber zu zeigen, was wir, aber auch andere Zentren können. Wir bieten, weil wir mit chronischen Erkrankungen zu tun haben, die komplex sind, die wir letztlich, muss man sagen, nicht heilen können, Schulungen für unsere Patienten an. Wir machen ein Schulungsangebot für Neurodermitis, für Kinder, für Eltern mit kleinen Kindern, also bis zu 7 Jahren. Wir machen Schulungen von Eltern und Kindern, von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren. Wir machen Schulungen für jugendliche Neurodermitiker zwischen 8 und 12 Jahren.
Und wir machen Erwachsenenschulungen für Neurodermitiker, wo Sie sich, wenn Interesse ist, tatsächlich bei uns melden können. Ich zeige nachher noch Telefonnummern, aber auch in Ihren Regionen, wenn Sie außerhalb der hier von Bayern oder der Erlanger Region, Metropolregion kommen, in Ihren Regionen auch entsprechende Schulungsangebote sicherlich finden werden. Hier auf unserer Internetseite finden Sie das entsprechende Angebot. Wir machen Schulungen aber auch für Erwachsene mit Psoriasis, die angelehnt sind an das Schulungskonzept der Neurodermitis und bieten das in unserer Klinik an nach entsprechender Voranmeldung. Wir sind ein Zentrum, Psoriasis-Zentrum, und Sie sehen auf dieser Folie, wenn Sie ganz nah an dem Bildschirm sehen, sehen Sie es, wir haben eine Ambulanz, wir haben eine Spezialambulanz für Psoriasis, Neurodermitis und Autoimmunerkrankungen, wir haben eine Tagesklinik, wir haben Stationen, wir können die Diagnostik machen, Labordiagnostik, apparative Diagnostik, und wir können die Therapie machen, sowohl eine Lokaltherapie als auch eine Systemtherapie, als auch eine UV-Therapie. Das Ganze ist eingebettet in ein interdisziplinäres Szenario, das Deutsche Zentrum für Immuntherapie. Aber wir selber haben auch ein sogenanntes interdisziplinäres Entzündungsboard, an dem regelhaft die Rheumatologen und Gastroenterologen und wir Dermatologen dran teilnehmen und je nach Erkrankung, je nach Patient auch andere Fachdisziplinen mit einbezogen werden. Wir haben ein Studienzentrum für entzündliche Hauterkrankungen, neben Tumorerkrankungen und so weiter, aber ein Studienzentrum, wo, wenn Sie daran interessiert wären für Ihre Erkrankung, sich melden können. Sie sehen auch auf der Internetseite, welche Studien wir im Moment gerade anbieten. Wir sind als Psoriasis-Zentrum eingebettet in das sogenannte PSONET, eine bundesweite, Sie sehen das hier auf der bundesdeutschen Karte, aber auch regional, im regionalen Psoriasis-Netz Nordbayern eingebettet, sodass wir also nicht alleine, sondern im interdisziplinär mit anderen zusammenarbeiten. Und hier, und das ist die letzte Folie, bevor wir dann die Diskussion starten, die verschiedenen Nummern jetzt für uns, die müssten Sie in Ihren Regionen, wenn Sie außerhalb hier unserer Metropolregion sich eingeschaltet haben, für Ihre Regionen finden und suchen, zum Teil bei niedergelassenen Kollegen, zum Teil in Kliniken und Universitätskliniken in Ihrer Region. Wir, wie gesagt, haben Ambulanz, Tagesklinik, Stationen, die Labordiagnostik, Spezialambulanzen für Psoriasis, Neurodermitis und Autoimmun und unsere Studienambulanz. Die Telefonnummern für diese Ambulanzen sehen Sie hier und können Sie, wie gesagt, im Zweifelsfall auch auf der Internetseite finden. Damit bin ich am Ende angekommen, habe ein kleines bisschen länger gesprochen, als ich wollte. Ich sehe, dass im Chat jetzt 13 Fragen schon sind, die wir jetzt im Folgenden abarbeiten werden, und hoffe soweit, dass ich Ihnen die wichtigsten Dinge, es waren eher ein paar Fortschritte durch die Entzündungsreaktionen, die entzündlichen Erkrankungen der Haut, vielleicht Anlass dazu in Zukunft für Untergruppen, für Gruppen von diesen entzündlichen Erkrankungen, weitere ähnliche Veranstaltungen zu machen. Wenn das für Sie von Interesse sein könnte oder sollte, können Sie das gerne uns kommunizieren und wir das im Zweifelsfall aufnehmen und umsetzen. Und damit bin ich am Ende angekommen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.